Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig. Ja, wir wollen die Bettler vertreiben, die uns hier auf den Sack rücken. Oder es wird richtig ungefähr. Eure Anweisung. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwas hier machen können. Und ich wollte ja mal nach dem Gebäude gucken, was wir gebrauchen können, damit wir unsere Leute heilen können. Da brauchen wir ein Proviantmagazin von benötigt verschiedene Waren, produziert Proviant, versorgt angeschlagene Truppen. Das können wir sogar bauen. Benötigt verschiedene Waren, was auch immer damit gemeint ist. Wir setzen das mal hier neben den Bergfried. Setzen da noch einen Weg hin. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und das können wir hier. Aha. Was ist jetzt hier zum Erliegen gekommen? Most oder was? Ach, weil die belagert werden. So. Wir stehen zur Verfügung. Angriff. Attacke! Los geht's! Yeah, macht sie fertig! Man muss also dieses Lager errichten und von diesem Lager aus kann man dann. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier ausgeht. Also ich meine, wir haben ausgebildete Soldaten und das sind Bettler. Das heißt jetzt hier Schilde und Schwerter gegen Knüppel. Wenn wir da jetzt einpacken, dann kann man auch sogar ausgeben, okay. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass das hier mächtig in die Hose geht. Die Bevölkerung verlangt nach Besitztümern. Okay. Och nö. Leute, was ist denn hier schon wieder los? Keine Bücher. 25 Tonnen. Wartet mal. Ist das unsere Bücherinsel? Wo produzieren wir nochmal Bücher? War das hier? Nee, das war doch irgendwo hier im Orient. Hier. Und das Ding wird nicht abgeholt. Und das läuft alles die nicht auf. Die Details bleiben besser. Die laufen alle irgendwie nicht auf 100%. Das ist ja auch nur noch eine. Waren das nicht irgendwie mal zwei? Wer ist denn das fast hier? Fast hätte ich euch nicht wiedererkannt. Ach, Mr. Fuzzi. Ich dächte, das waren mal zwei von diesen Teilen. Das macht aus. Warum läuft das nicht auf 100%? Was fehlt uns denn hier? Wir haben nicht genug Indigo. Und wir haben. Warte mal, Papier. Wie war denn das hier? Papier ist voll. Na, dann wird es am Indigo scheitern. Und das Ding produziert aus Holz, Papier. Und Papier sind ein wir. Gutes Geschäft. Sind wir auf volle Bulle. Und das läuft hier nur bei. Ist das nur die eine? Tatsächlich. Ja, dann müssen wir mehr Indigo produzieren. Was bist du? Du bist eine Kaffeesache. Indigo. Diese Baupläne. Haben wir da genug Zeug? Nützen. Ja, haben wir, Gott sei Dank. 5 Indigo-Felder. Das sind so kleine Fuzzi-Felder. Wir gucken mal, ob wir die. Wie breit sind die? 3. Also bauen wir mal hier das so hin. 1, 2, 3, 4, 5. Na gut, wir brauchen ja auch für die Teppichproduktion Indigo, oder? Genau. Das kann natürlich sein, dass sich das gegenseitig ein bisschen wegnimmt. Ich hoffe, dass das jetzt mit der zusätzlichen Indigo-Plantage wieder ausgeglichen wird. Bücher sind jetzt auch wieder voll. Und die haben auch aufgehört rumzumeckern. In der Zwischenzeit sollte hier das Schiff alles da sein. Auf dieser Welt ist. Und dann kaufen wir. Repariert selbst in den Schäden an Bord eines Schiffes. Genau den kaufen wir jetzt. Eure Präferenzen sind eigentümlich. Perfekt. Schick zurück mit dir. Nichts kann uns standhalten. Dürfen wir nun bei euch bleiben? Die kloppen sich ja immer noch. Und nichts kann uns standhalten. Abbruch. Wir sind unterwegs.
Entweder wir dürfen bei euch... Eure Anweisung. Eure Anweisung. Reine Unterstützung, defensive ein Kampfhaltung. Gutes Geschäft ist mir willkommene Abdeckung. Wie kann ich denn jetzt hier... Ach, hier Proviant ausgeben. Ihr werdet wieder von mir hören. Ach so, die nehmen sich das selber. Also muss ich jetzt hier einfach mal... Was brauchen wir dafür? Most, Klamotten und... Baut das doch mal bitte. Bereit? Und dann regenerieren wir. Bei euch bleiben? Ich hoffe, dass die oder nicht reagieren, wir weil die... Unruhe stiften? Nichts kann uns standhalten. Die haben ja nichts. Was heißt das hier? Gegnerischer Handelsgebäude im Einflussbereich dieser Einheit werden übernommen. Achso, Übernahme ist durchschnittlich. Mehrere Einheiten beschleunigen die Übernahme. Alles klar. So. Regeneriert ihr euch jetzt? Wir machen mal kurz Zeitbeschleunigung. Ja, der Balken wird wieder größer. Das ist gut. Und was wie sieht's bei denen aus? Lasst ihr uns jetzt endlich in eure Stadt? Nö, bei denen wird er nicht größer. Das ist schon mal gut. Dann machen wir wieder eine Zusammenführung hier. Beziehungsweise ein Schiff war ja jetzt immer noch ohne irgendwas. Das hier. Was der Rat der 10 erwartet. Wir würfeln mal neu. Ui, was gibt's denn hier? Pima Daumen. Vergrößerter Einflussbereich. Vergrößert den Einflussbereich von Zimmermannshäusern durch eine Siedlung. Okay, was ist das? Gerechtigkeit. In einem Konto gesockelt senkt eine Vollmacht den Preis für Ratssitze und an auf selbst einer ihrer Gott Inseln. Wir sollten und was das ist das? Abtun. In einem Konto gesockelt ermöglicht er die geologischen Ressourcen zu erschließen. Ist jetzt nicht so spannend. Was haben wir hier noch? In einem Konto gesockelt erhöht ein Dekret für Mitspieler den Preis von Ratssitzen und Stadtschütteln auf einem ihrer Inseln. Okay. Naja. Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Geil. Jetzt haben sie es wieder aufgelöst. Aber wir können einfach mal gucken, dass wir hier noch einen Ratssitz kaufen können. Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Ein Mitspieler ist in einer... Ich helfe euch gerne aus. Sehr gut. Die Pottasche geht also langsam weg. Und können wir denn hier Ratssitze kaufen? Ah, da müssen wir warten. Wir hören! Können wir die Wir sind bereit. Nö, können wir nicht. Hm. So, sind die wieder bereit? Aufgefüllt hier? Dann... Ruhm und Ehre! Gehen wir nochmal drauf auf die Bettler. Diesmal sollten wir das ja relativ einfach schaffen. Boah, das sieht ja ganz gut aus. Was macht denn unsere Orientinsel? Die Leute wollen wieder aufsteigen. Dann lassen wir sie doch mal. Wie viel von den Leuten haben wir denn jetzt? 1446. Was brauchen wir denn für die nächste Stufe? Berater des Großviziers, alles klar. Dann suchen wir jetzt mal ein Schiff, was nichts zu tun hat. Eigentlich müssten wir ja irgendwie ein Handelsschiff irgendwo rumstehen haben. Das müsste... Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist hier. Die Kühe... Oh, hier sind 30 Tonnen Glas. Krasse Möhre. Ich weiß gar nicht, wozu ich die hier gebraucht habe. Alles. Und dann fahren wir mal hier hin und kaufen... Sagt, wie ist es euch inzwischen ergangen? Genau, den Spaß hier. Belobigungsurkunde. Kann an Bord eines Schiffes dem Orient überbracht werden, um diplomatische Ränge zu erwerben. Genau, um uns bei ihm einzuschleimen. So, haben wir es jetzt bald hier. Entweder wir dürfen bei euch leben oder es wird richtig ungemütlich. Das dauert ja echt ewig. Die Kämpfe ziehen sich ja wirklich sehr, sehr lange hier hin. Ich habe jetzt schon Zeitbeschleunigung an. Und... Oh, hier wollen welche aufsteigen. Sehr gut. Ein Gebäude. Wahnsinn. Ja, Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Also wir haben immer noch ein Brotproblem, wie ihr seht, ne? Es kommt nicht genug Mehl nach. Und warum ist hier eigentlich Papier? Verstehe ich nicht. Völlig sinnlos. Warum sind hier Kühe? Die brauchen wir ja auch nicht. Warum sind hier Teppiche?
Also so langsam wird es ein bisschen spooky, weil Teppiche brauchen wir auf der Insel nun wirklich nicht. Hier auf Flaggschiff. Mich hat's erwischt. Boah, sie sind weg. Sehr schön. Und auch die Teppiche. Dann fahr du doch bitte erstmal hier hin, um dort die Teppiche hinzubringen. Boah, was hat er jetzt gesagt? Ich hab's nicht gesehen. Nichts kann uns standhalten. Dann machen wir hier eine neue Gruppe draus. Verschwinde, greifen den Korsar oder ich werfe dich den Haien zum Fraß vor. Na, 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 na. Kleines Kriegsschiff. Die stehen da einfach nur rum, weil sie Langeweile haben. So. Eure Anweisung. Heilen die sich? Naja, irgendwie nicht so wirklich. Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Bittet ihn, fangen auf ein Schiff mit Hilfe genommen. 5 Tonnen Milch, 20 Tonnen Zucker haben wir gar nicht, nö. Eines Tages stolpert ihr noch über eure eigene Schlauheit. Ja, bestimmt. Ein ganz und gar ehrenhaft. So, großes Heerlager. Kollegin. Wir machen dich fertig. Machen wir dich. So. Gegen ein gutes Geschäft. Ich würde gerne hier die Einschleimurkunde kaufen. Danke. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Halt, zum Opa wollen wir. Ab dafür. Seid ihr noch am Leben? Wirklich? Ja, ich weiß nicht, was er mit dem Auftrag will. Aber lasst mich euch ein wenig unter die Arme. Was soll's? Wir haben einen Haufen Kohle. Wir stehen zur Verfügung. Seid ihr jetzt wieder voll? Füllt ihr euch auf? Nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen nochmal von dem Zeug hier was bauen. Ja, können wir gar nicht, weil wir nicht genug Most und nicht genug Fisch haben. Das mit dem Fisch können wir relativ einfach lösen, denn dann bauen wir hier einfach mal noch so ein Ding. Zack. Und zack. Und Most. Tja, Most. Wo können wir denn hier noch ein Most-Ding bauen? Das wird alles ein bisschen eng. Wir könnten das hier irgendwie hindeichseln. Ich versuche das mal. Das Problem ist, dass wir ja auch irgendwie noch einen Weg dahin kriegen müssen. 4 Felder. 1, 2, 3. Oh, 4, perfekt. Sehr schön. Und wie viele Klamotten haben wir denn? 113. Von denen haben wir ja eigentlich genug, oder? Warum meckern die dann hier rum, dass sie davon nicht genug haben? Ach so, die meckern nur am Most und am Fisch rum. Alles klar, nehme ich damit zurück. Und die schaffen es. Diese Korsarenschiffe sind scheinbar sehr widerstandsfähig, was so die Verlangsamung angeht. Interessant. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Okay, hier könnte man auch mal drüber nachdenken, ob man eine größere Noria baut. Und wir kriegen wieder Indigo dazu. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wollt ihr hiermit eure Anerkennung zum Ausdruck bringen? So, ja, wollen wir. Ihr macht euch um unser beider Völker verdient. Brauchen wir immer noch was? Ich musste mal kurz mein Mikro ausmachen, weil ich wieder husten musste. Aber ich hab's wieder anbekommen, nicht wie beim letzten Mal. Das Ding läuft jetzt auf 100% und ja gut, wir haben halt genug Papier. Das ist ja jetzt mal nicht so schlimm. So, Flotte zurück. Hatte ich nicht auch ein Schiff mit Teppichen irgendwo hingeschickt? Ähm.
Hatte ich nicht ein Schiff mit Teppichen und, Spiel gesichert. Müssen wir mal in der nächsten Folge gucken, weil ich bin gerade irgendwie verpeilt. Das habe ich ja noch gar nicht abgeliefert. Da war doch, Indigo und... was war das noch? Teppiche. Die wollte ich wieder zurückbringen. Ach, ich glaube, das ist auf dem Flaggschiff. Machen wir nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumelchen nach oben da und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Wir sind ja so langsam irgendwie... Ja, wir können halt noch Krieg führen. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Ich bin jetzt auch schon dabei, Truppen zu auszubilden. Aber ansonsten schreibt mal bitte noch in die Kommentare, was euch noch interessiert. Weil ansonsten würde ich sagen, wenn wir dann Krieg geführt haben, würde ich dann auch gerne die Staffel beenden, weil was soll ich es noch ewig weiterspielen? Entweder wir verkacken im Krieg oder wir gewinnen halt. Aber dann haben wir eigentlich auch alles gesehen. Aber ich will jetzt, also das war jetzt, ich will jetzt keine Angst verbreiten, aber schon mal ankündigen, dass auf jeden Fall das Let's Play nicht mehr tausende Folgen gehen wird, weil wird ja auch irgendwann langweilig, wenn man alles gesehen hat. Und ich versuche jetzt auch zügig zum Krieg zu kommen. Und ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ich freue mich drüber und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Anno 1404 Venedig. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.